que je m'avoue du couette-couette pareil. Oh, vous en September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen.
Bei mir. Oh, Buenas, ja. Ja, wo bin ich? Sieben Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. Coupe la connue. Regarde, pour la connue. On va au champ. On coupe la connue. Hey, hey. Ah, non, non, non. Vas-y. Non, 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 non. Bravo pour le déjeuner. Thank you.
Dieu vous bénisse, ma mère. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Papa! Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. Thank you.
Thank you.
je n'ai pas. Voilà, ça. Allez, courage. Voilà. Chut. Pas mieux? Mais... Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden. Das Schicksal hatte sie zusammengebracht. Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas- und Granatbeschuss überlebt. Jetzt, da ihr Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Danke. Albert! Die Quellgatte. C'est bien.
Va, vas-y, Walt. Va chercher. Avec le général. Carl, tiens bon.